So, hier sind wir wieder. Willkommen zurück bei Let's Play Jack 3. Ja, jetzt müssen wir mit Sig in dieses Metallfüßlernest. Oder Metallfüßer. Mit so einem richtig fetten Auto. Das visiert automatisch an. Normalerweise. Aber es ist sehr langsam. Und der Booster ist wirklich sehr schwach. Dafür kann man gegen Autos fahren und sie explodieren. Normalerweise. Eben, das visiert automatisch Objekte an, die Waffe. Ist noch sehr hilfreich. Ja. Da hinten ist auch schon das Nest, das sieht man jetzt noch nicht. Das ist hinterm Berg. Und die doofen Plünderer nerven echt. So wie dann Kaktus fällen. Und die Plünderer bleiben zurück. Und jetzt rechts ist das Nest hier. Da sind wir schon mal vorbeigefahren. Sequenz. Wunderbar, mit dem Friedensstifter. Und Kampfmusik. Ja, hier kann man eigentlich nur fahren und die ganze Zeit ballern, weil hier sind solche kleinen Schnecken, nenne ich es jetzt mal. Die springen ans Auto und wenn man sich dann nicht bewegt, dann machen die das Auto kaputt. Und ich kann nicht aussteigen und so absammeln, das ist natürlich super. Naja, dann sammeln wir es vielleicht später. Auf jeden Fall, hier sind noch ein paar Orbs, falls ihr die noch sammeln wollt. Ja, eben die Schnecken hier, ziemlich nervig. Und hier gleich mal abkürzen, was nicht gerade Zeit gespart hat, aber ja. Der Sound vom Maschinengewehr ist ziemlich laut und ich habe da einfach die ganze Zeit drauf gehalten, weil das eigentlich nichts bringt. Egal, logisch. Ja, also hier kann man nur drauf halten und muss hoffen, dass man was trifft. Eigentlich trifft auch immer was. Zum Beispiel die Fledermäuse hier. Und der schießt genau dahin, wo ich hinfahre. Egal, ob ich jetzt noch eine Kurve fahre oder nicht, der trifft immer. So, dann hier ist das nächste. Noch 6 Stück übrig. 5 Stück. So. Und wieder leichter Soundbug. So, jetzt zu den letzten 5. Die sind alle hier hinten. Richtig schwierig ist die Mission eigentlich nicht. Noch 4. Nur hier oben muss man mit Fullspeed rüber, weil hier bricht der Boden ein. Da sieht man es. Hinter mir bricht er ein. Also gesehen hat man es jetzt nicht, aber es ist so. So, noch 3. Die dürfen jetzt eigentlich kein Problem mehr sein. Hier bricht es wieder ein. Wow, jetzt hat man es auch richtig gesehen. Noch 1 und das ist hier. So, und jetzt
Jetzt haben wir drei... Ja, danke, lass mich mal reden hier. Jetzt haben wir 3 Minuten Zeit, um hier rauszukommen, ansonsten vergasen wir. Ja, ist kein Witz. Klingt zwar komisch, ist aber so. Und hier bin ich im Matsch. Hier fahre ich erstmal quer die Wand hoch, was sehr realistisch ist, mit so einem fetten Auto. Ja. Eben, man sieht, als ich die vorhin gekillt habe, diese Schläuche, da kam noch kein Gas raus. Aber jetzt, wo ich den letzten zerstört habe, jetzt kommt aufs Mal da so ein grünes Zeug raus. Und deshalb müssen wir jetzt in 2 Minuten 10 draußen sein. Ist ziemlich schwierig, eigentlich ja nicht, aber ich sag's mal so. Sick hat schon Husten, das liegt aber auch daran, weil der immer raucht. Sein Friedensstifter, da kommt auch Rauch raus, deswegen. Also, der füllt da als Tabak rein und raucht's einfach mal. So ganz gechillt. Naja. Ja, noch 1,5 Minuten. Und Six Husten wird schlimmer, das heißt, es wird ernst. Also Jack und Dexter, die rauchen nicht, deswegen keine Atembeschwerden. Und wir haben es geschafft. Okay, Demos. Demos oder wie der ausgesprochen wird. Weiß ich jetzt auch nicht. Also für den ist die Arena wirklich das Wichtigste. Also für mich wäre ja eher die... Ach, keine Ahnung. Für mich wäre der Reichtum das Wichtigste. Nicht irgendwie die Arena. Aber Gesetz ist Gesetz. Das war ein Body Slam. So, man sieht, wie das Leuchtfeuer, das noch ziemlich weit entfernt ist. Nämlich genau 100 Meter oder so. Geschätzt. Nee, mehr. Und jetzt kann ich wieder einen Nitro Turbo Booster einsetzen. Wie lange haben wir denn noch? Okay, jetzt haben wir 8 Minuten aufgenommen. Bisschen geht noch. Jack, hier Ashlyn. Bin ich froh, dass du noch lebst. Scheinbar hält Deimos seine alten Peilsender immer noch im Auge. Ich muss dich sofort sprechen. Ich bin an der Oase gelandet, habe aber nicht viel Zeit. Komm her. Ja, den schlage ich erstmal tot. Und dann,